Hallo liebe Pizza-Fans, hier sind wir wieder bei My Time and Pizza-Service Blümchen und Fred. So, wir wollen hier auch mal wieder weitermachen und unsere Pizzen ausliefern, wenn man das richtig in der Mehrzahl aussprechen möchte. Den kann man leider ja überhaupt nicht irgendwie weder Quatsch noch beschenken, der ist hier komplett überflüssig. Das ist schon ein bisschen doof. Den hätten wir ja auch noch ein bisschen beliefern können. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Wir brauchen eh neue Pizzen. Wir brauchen Nachschub. Ja. Uns ist das Fleisch ausgegangen. Oh, hier warten sie schon alle ganz brav. Was ist denn hier los? Versammlung, habt ihr was zu sagen? Oder streiken? Mehr Geld? Ich hab keins. Miau. Muss ein neues Grundstück kaufen. Du kannst ein bisschen sammeln gehen, Macchiato. So, du auch. Du sagst ja gar nichts. Was ist denn hier los? Immer ein paar Mäuse jagen. Der ist auch schweigsam. Der Drachenkatar oder was? So, hier brauchen wir Marmorplatten. Was ist hier los? Wir haben so ein paar lukrative Aufträge auch noch. Was ist denn da alles passiert? Okay. Mal gucken, jetzt haben wir auch wieder Dünger. Wer will Dünger? Bitte hier, bitte dort aufzeigen. Du willst nix, du willst nix, du auch nicht. Die ist eh fertig. Schröpp. Das Inventar ist voll. Kommt denn sowas? So. Die wollen alle nichts. Oh, hier, echt? Die aber nicht. Okay. Na dann. So. Schröpp. Haben wir das auch wieder? Wunderbar. Hier ist schon wieder Dünger. Oh Gott. Und die Bergrosen haben wir jetzt auch. Wunderbar. So, Pizza können wir momentan nicht machen. Da brauchen wir jetzt wieder Nachschub. Was haben wir denn noch von den anderen Zutaten? Was ist denn der Krempel hier wieder? Was hier auch noch schön wäre, wenn man sich seine Lieblingsrezepte irgendwie markieren könnte. Dann könnte man die schneller wiederfinden. Also so viele Komfortfunktionen es hier gibt, die gibt es in manchen Farming-Spielen nicht. Aber andere Sachen wiederum würde ich mir dann auch hier wünschen. Dass man das noch sortieren kann, was von was hat man schon selber am meisten in der Truhe oder sowas. Das wäre auch übersichtlich. Mehl haben wir noch genug, Eier haben wir auch reichlich. Okay, wir brauchen. Wir brauchen vor allem Fleisch. Das geht denn hier ab. So, komm, haben wir hier noch irgendwas eigentlich, was wir noch machen können? Weil wir kriegen ja weiterhin das eine oder andere an Gegenständen von unserem Tier. Warum kann ich das nicht ziehen? Mein Gott, so. Das Ding hier. Naja, gut. Ups. So, jetzt müssen wir doch hier eigentlich alles haben, oder? Tada! Flump. So, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir das Ganze ja nochmal, ne? Ja, ja, ja. Ich wollte zwei von diesen Dingern haben. So, die haben wir jetzt. Wenn die damit macht. Und ihr wollt hier diese Propeller haben. Die Bronzeklingen. So, einen haben wir jetzt, ne? Und die wollen wir auch noch in Perfekt haben. Aus dem Weg! Ich hab's eilig. So. Und die Teile dann hier. Die müssten mit Fluorid. Das wird aber auch wieder teuer. Naja. Wenn die auch noch veredelt haben will. Unnötige Kostenträumerei. Oh, gut. So, dann haben wir hier aber richtig Geld verdient. Ja. Bronzeschwert und Schild, okay. Perfekt. Oh, von der Unschuld in den Krieg ziehen oder was los? Wir haben doch schon alle Monster besiegt, die es hier gibt. Aber gut. Ich schäume mich nicht, wenn er mir das Geld dafür geben will. Also. So, ansonsten der Laden heute dicht, Freunde. Da brauchen wir Bronzeplatten und Bronzestäbe. Okay. Ups. Bronzeplatten, Bronzestäbe. Da können wir zwei machen. Oh, hauptsächlich Bronze. Gut, Bronzeplatten brauchen wir immer wieder mal als Geschenk für Mian auch. So, komm, dann hauen wir mal jetzt hier die Produktion raus. Zack. Wenn wir genug von den Krempel haben, hier brauchen wir mal wieder Fluorid.
brauchen wir irgendwie öfters das Zeug. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Bronze raus. So, Bronze! Bronze ist unser Gold. So, ja, in dem Spiel hier schon. Also, wie viel ich Bronze hier schon verplempert habe. Das ist der Wahnsinn. Kupferbarren. Da habe ich Kupferbarren. So, können wir noch rüber? Ja, könnte eigentlich Mabel ihre beiden Herde noch um die Ohren hauen. Was ist denn hier für ein Auflauf? Pack, Mac, Pack, Heck, Mac. Was ist hier los? Die Wüstenlandschaft ist einfach unschlagbar. Sicher, Highwind ist ein bisschen schöner, aber es gibt nur einen Ort auf der Welt, in dem du so viel Sand sehen kannst, in Sicherheit. Ja, und Steine, frag mal Unschur. Steine haben wir auch sehr viele, aber da steht er darüber. Hey, halt, Unschur! Ups. Was machen die Steine? Was macht der Sand? Sheriff and I really hope you can join the Civil Corps. I asked Captain too. He thought so too. Ach, der Captain, da muss man nichts drauf geben. Der juckt sich öfters mal. Wenn ihr das meint, das wären seine Ratschläge, dann erklärt das einiges, okay? Mabel! Hier ist kein Mensch. Sie saßen doch sonst immer alle hier unten und haben gegessen. Was ist denn hier los? So, die ist bestimmt wieder hier. Wo ist denn ihr Mann eigentlich die ganze Zeit? So. Elsie ist auch nicht da. Was ist das für ein Haushalt? So. Hier sind deine beiden, ja, einer ist sogar aus Versehen perfekt geworden. Thank you. Ich hoffe, das reicht. Also, wer hat schon zwei Herde? So, 3000 haben wir gekriegt. So, super, Haushaltsgeld ist weg für diesen Monat. Jetzt muss er noch einiges an Rüben pflanzen, um das wieder reinzukriegen. So, okay. Das könnte man auch noch ausliefern. Dass noch nicht zu spät ist. Gucken wir mal, ob wir diesen unwirschen Professor hier auch noch rankriegen. So. Oh, der ist ja hier. Statt der sitzt oben, ist der Blumenkohl. Hallo? Jetzt hier, Ski. Besserwisser. Scheint brauchbar zu sein. Danke. Brauchbar? Hallo? Die besten Propeller, die man hier finden kann. Dein Kopf sieht heute sehr symmetrisch aus. Außerdem ist dein Verstand wie ein industrieller Bohrer, der immer schnell seinen Weg durch den Planeten zu wertvollen Ressourcen findet. Oder wie wär's mit? Du leuchtest hell wie ein Kraftstein. Ich probiere gerade das aus, dass man Komplimente machen nennt. Findest du diese Sätze akzeptabel? Was? Mein Kopf leuchtet wie ein Kraftstein. Also. Ja, wunderschön, wunderschön. Also können wir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Ja, mit denen können wir das ja eigentlich auch machen. Haben wir das schon mal? Sieht ja eigentlich immer so schlampig aus. Dann braucht er eigentlich diese Krawatte, wenn er sowieso nicht richtig bin. Wahrscheinlich so einen Anschein von Seriosität geben. Weil er das schon seit 10 Jahren nicht so hängt. Los, wo bist du denn? Wer läuft? Hä? Tja. Läuft denn hier alles rum? Hey, Crystal! Hey, du Fred, sei vorsichtig in den Minen. Vor einiger Zeit hat sich unser Junge Venti zu tief eingegraben. Ja, das weiß ich schon. Und wer Venti ist, wissen wir. Ja. Oder was Venti ist, weiß man nicht so genau. Hui! Roter Schwung. Ist aber noch gut in Form. Oh, das ist ja unser Augenstern. Wenigstens die geht man nach Hause hier. Wer hätte gedacht, dass sich ein Stadtmensch wie du und ein Cowgirl wie ich jemals verlieben würden, weißt du? Wenn ich in einem Buch über uns lesen würde, wäre mein erster Gedanke. Ist das nicht alles ein bisschen abgedroschen? Ja, aber für Netflix wird's reichen. So, mach's gut, Elsilein. Geh schön ins Bett. Du hast noch 9 Minuten, dann kommen wir dann nicht mehr hinterher. Noch? Können wir den noch? Macchiato, fass! Nö. Danny jetzt lang. Also das gibt's doch nicht. Dieses Ding kriegst du wieder nicht. So. Verdammt nochmal. So, Rosi ist auch noch im Einsatz hier. Ach, guck mal. Nemo kommt hier angewatschelt. Es könnte ein kleines Wässerchen trüben. Der Blümchen da so knapp neben die Tür, ne? So.
Dann haben wir ja schön was ausgeliefert und verdient. Hier gibt es noch ein paar lukrative Sachen, aber das ist dann wieder, da müssen wir Zeug besorgen. Chromstahlstangen, naja gut, die haben jetzt nicht so die Priorität bei mir, aber... Ich habe jetzt eher andere Sachen am Laufen. Ich brauche Bronze, Leute. Bronze! Bronze! Gibt es hier nirgendwo Bronze? Da haben wir auch nichts mehr von. So... Das läuft hier. Dann so ein bisschen haben wir was. Und wir brauchen noch Bronzeplatten. Da können wir jetzt zwei schon mal machen. Sehr gut. So, was brauchen wir hier noch alles für das Ding? Ich brauche eigentlich nur noch eine Bronzeplatte. Sehr schön, die Dinge haben wir schon. Ja, dann können wir ihm das Teil auch noch geben. Und die restlichen Bronzeplatten nehmen wir dann, um sie mir an den Kopf zu schmeißen. Hey, Koko, flatterst du mir hier so rum? Koko! Eigentlich hast du eine Aufgabe. Darum, mach schön deine Aufgabe. Noch ein Obstsalat? Ja, tatsächlich. So, lass es schmecken. Ein bisschen Treibstoff heute Abend. Wenn du wieder zur Party rausfliegst in den Kakteen. So, sieht so aus. Super. Sehr gut. Futter haben wir auch noch reichlich. Tomaten und Sandbeeren, ja. Super Kombi. Wie sieht sonst hier aus? Morgen hat Amira Geburtstag. Oh. So, hier können wir nichts machen. Hier auch nicht. Also die ganzen Punkte sind vollkommen für den Huren hier. Beziehungstechnisch hier sind wir aber noch voll am Start hier mit unseren Seelenverwandten. So, mit Ski könnte man auch nochmal einen lustigen Abend verbringen. Hab ich eigentlich mit Amira schon mal unter Gondel gesessen. Ich weiß ja nicht, ob dann Elsie eifersüchtig wird. Huiuiui. So, dann gehen wir mal ins Bett heute ohne Augenringe. Wir brauchen Fleisch. Ich hoffe, morgen kommt das von Justice. Wird halt Nacht irgendwie welche paar Monster gegrillt und dann Steaks draus gemacht. Ah, sehr gut. Justice hat dann beendet. Sehr schön. So ein Riesenbett. Und dann haben wir noch keinen Platz nachher da drin. So. Dann. Oh, selber schnell geladen. Okay. Und der Zwiebeltruppe. Hey. Sehr schön. Sehr schön. 10 mal Fleisch und jagt mal Hago. Das brauche ich jetzt nicht. Aber. Oh, Grace versucht weiterhin mich zu vergiften. Okay. Korianderomelett und sie saurer Sand. Nein, das schaffst du nicht. Ich verschenke das Zeug eher. So. Ups. Okay, dann haben wir wieder reichlich bekommen. So, dann kommen wir jetzt wieder. Wo sind die ganzen Tierchen hier? Pizza machen. Nur ein Häufchen heute, okay. Seid ihr hier über den Zaun am Schwätzen, jetzt die drei? Okay, ja, Nachbarn und so. Was machst du so? Ja. Läuft's mit den Eiern? Ey, Hossi! Quack, 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 quack. Hey, Koko. Quack, quack, quack. Ach nee, das ist Fremdsprache. Sorry. So, ich will mal ein bisschen hier erforschen. Der Rest ist hier unterwegs von der Truppe hier. So. Dann machen wir das Ding mal. Bronzeschwert. Die Pizzabäckerei ist eröffnet, Leute. So. Wo sind sie denn? Unsere wunderbaren Sandrock-Spezialpizzas mit extra viel Monsterfleisch. Eiern, Mehl und Jagdbeermilch. Käse und Tomaten kommen hier nicht drauf. Keine Ahnung warum. Also schon eine etwas komische Pizza. Es wird einfach so ein Stück Fleisch auf so einen Fladen legen. Ei drauf und gut. Also, naja. Gut, das ist ein chinesisches Spiel. Das haben die schon eine Ahnung von Pizza. Und dafür haben wir keine Ahnung von Hähnchen süß-sauer. Keine Ahnung. So. Das braucht knapp 40. Oh, das geht relativ schnell. Wir müssen mal gucken, wie wir das boosten, das Ding. Da können wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Hey, Nemo! Was machst du denn hier? Okay, du hast ja nichts zu tun. Dann gehen wir ein bisschen Wasser sammeln. Können wir auch wieder gebrauchen. So, gibt es hier noch was Neues? Wir sind Holzstöckchen da wieder. Kaffeebohnen, Physik. Mit dem gedünsteten Sandfisch immer. Na gut, dann könnten wir nochmal zu Amira.
Was wollt ihr hier? Fleischgefüllter Pilz, ne. Ups, da ist er weg. Gedünsteter Sandfisch. Was brauchen wir noch für? Abgesehen von Sandfisch natürlich. Ja. Wir hatten sogar zwei Sandkarpfen. Oh, und Salz haben wir nicht mehr so viel. Hm. Gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen angeln. Dann können wir das für Amira machen. Schwupp. Was ist sie denn? Hier. Schwupp. Damit ihr auch mal wieder was zu essen kriegt. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, den Ort, der was zu essen ausliefert. Und bei Owen irgendwie geht nie einer was essen. Habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen schade. Der hat da diesen Salon da, oder einen Salon. Oh, es ist kaum ein Mensch drin, außer es gibt mal so einen Abend oder sowas. Finde ich ein bisschen schade. Macchiato beobachtet hier die Ameisen? Okay, ja, mach ruhig. Genug da. Die eine sucht seit mindestens zwei Updates hier die Kaktus, den es nicht mehr gibt. Huch, komm hier noch durch. So, haben wir jetzt nochmal einen Schallkreis. Einen noch. So. Haben schon wieder ein Ticket kaufen. Ah. Kann mir kein Jahresabo bekommen, Mensch, Leute. So, dann haben wir auch noch Bronze, sehr schön. Da dürfen wir jetzt erstmal genug haben, eine Weile. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Schrott. Die nächste Sandfischfalle kommt bestimmt. Blom. So, Blümchen, zurück geht's. Auf, auf. So, was ist hier so los? Wer ist denn hier also am Arbeiten eigentlich? So, Venti, Fee. Hey Ventilein, das immer du bist. Ich liebe Jagdbemilch. Ich bestelle immer die großen Tassen, die sie haben. Gluck, 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 runter mit dem Becher. Das macht meine Arbeit viel besser. Ja, ich glaube, die hat schon so ein oder andere Mal was auf den Kopf bekommen. So, aber du musst auch mal was in den Magen kriegen. Was für eine schöne Spezialpizza. Thanks, it's really nice. Du bist süß, danke dir. Ich hoffe, das hat Elsie nicht gehört. Ich bin süß, oh mein Gott. Eifersucht, ich glaube. Elsie wird sehr dramatisch bei solchen Dingen, glaube ich. Der temperamentvollen Frau muss man aufpassen. War das da eben? Kann man irgendwas angeflogen? So, ups. Warum durch die Tür, wenn wir auch drüber springen können? Ist auch zu einfach. So, was haben wir hier? Zap, das ist alles fertig. Gut, dann haben wir alle Pizzen, die wir jetzt machen konnten. So, Venti haben wir jetzt also auch. Wunderbar. Ja, Holz habe ich wahrscheinlich nichts mehr, ne? Ich das sehe hier, ups. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? 334.000. Puh, ein bisschen knapp, aber gut. Das werden wir noch hinkriegen. So, Amira hat Geburtstag, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir der schon mal erfolgreich geschenkt. Nein, Teppich. Ja, na gut. Und hier so Zeug. Aber das gibt natürlich mehr Punkte. Ne? Obwohl, brauche ich die unbedingt? Ich den oben hier. Haben wir ja auch welche, ne? Die mag sie ja auch. Regenbogenmedaillon, das haben wir auch alles. Bernstein-Ohrringe, die haben wir alle in irgendeiner Kiste rumgammeln. Sowas könnte man ihnen natürlich auch geben, statt irgend so einen futzeligen Teppich. Wo ist er denn hier? Leinenteppich. Da brauchen wir Haustuch. Ja, das hatten wir aber schon mal, ne? Komm, wir haben ja bestimmt irgendwo so einen alten Schmuck hier rumhängen. Hier, guck mal, hier Bernstein-Ohrringe ohne Ende. Was haben die denn für eine Stufe? 30. Mhm. Und die... Wir haben doch bestimmt noch hier 25. Also die werden eigentlich was wertvoller, ne? Oder? Wo die bringen 82 Gold. Und die 80. Keine Ahnung, was jetzt davon höher bewertet wird. Nehmen wir mal die Bernstein-Ohrringe. Vielleicht gefällt ihr das ja. So.
Elsie wüsste, dass wir fremde Frauen beschenken, aber wir sind ja alle befreundet miteinander. Kaktus. Hallo? Jetzt gehen wir auf Pebbles. Hey, Pebby! Sagst du zu dem Ganzen? Ich mag die Lieder von Onkel Cooper. Oh mein Gott, das arme Kind. Was ist mit dir falsch gelaufen? Na gut, hier gibt's eben auch nicht so wirklich viel Abwechslung. Unterhaltungstechnisch. Ja, stimmt eigentlich. Wo soll er denn andere Musik kennen, ne? Das arme Kind. Naja, gut. Haben wir dir schon eine Pizza gegeben? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal irgendwann mal eine Liste machen. So. Wo bin ich? Hier bist du. Das ist für meine Mama. Ich kann es ihr geben, okay? Ich bin ein guter Junge. Ein guter Junge ist deine Pizza selber, Mensch. Rein damit. Das ist Fleisch. Oh, Proteine. Und das bezahlt man extra dafür, wenn Protein drin ist. So Haselnusscreme zum Beispiel, die so proteinreich ist, schreibt man das extra noch drauf mit Protein. Und verlangt noch 30 Cent mehr. Sehr schön. Hey, Jasmine, apropos. Ja, ein sehr schönes Kleid, sehr schön. Was haben wir sonst noch hier? Ja, ich glaube, die Leute wollen davon nichts hören, Burgess. Abgehauen. Ja, ihr redet über Eigenverantwortung und ich habe keinen Bock drauf. Ich sehe nicht aus wie ein Wasserturm. Jetzt hört eigentlich auf damit. Also, gut, ich glaube, den hat man schon mit Pizza. So ein bisschen die exotischen. Aber Venti hat man jetzt. Ist auch mal was anderes. So, jetzt der Vogel kommt da angelaufen. Ronan. Die können wir auch nicht beschenken. Hier draußen sieht alles gleich aus. Ich verlaufe mich ständig. Ja, stimmt. Also. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Hier, die Edeka sieht auch komisch aus. Gut. Das macht man, wenn man zu lange in der Sonne ist. Ist alles nicht so gut. Ist mit Sandy los? Okay. So, Grace. Hatte ich Grace schon? Arvio können wir eigentlich, glaube ich. Den haben wir noch nicht, oder? Ist der hier drin? Salz muss ich nochmal kaufen. Hey, Avi, wo bist du? Ups. Wo ist er denn? Was steht da? Das müssten die klassischen Bahnrock-Nähmuster sein. Die Farben des Heinz sind atemberaubend. Okay. So leicht indigene Muster. Interessant. Ja, das hat man schon mal, diesen komischen, ne? Ja. Katzenfisch. Sup. So, Avio ist nicht da. Na gut. Ach, da ist er ja. Hey, Avio! Wie sieht's aus bei dir? I was closing up shop late at night and suddenly. Ein Steppenläufer. Könnte aber auch ich gewesen sein. Ich bin auch nachts unterwegs. Wo sind denn hier? Da. Eine leckere Pizza für dich. Was für ein fantastisches Geschenk. Also nicht passend per se jetzt, aber irgendwie danke. Frechheit. Eine super Pizza. Was? Verbesserungsvorschläge für die Stadt. Ja, das braucht viel Sprengstoff. Ich sag's dir. So was hier. Ah. Verächter hier. So, wir müssen jetzt nochmal zur Wildtruppe, damit die weiter mehr Fleisch besorgen. Wahrscheinlich haben die jetzt schon in den Umkreis von 50 Meilen sämtliche Monster gekillt. Aber gut, dafür hat man jetzt auch seine Ruhe. Hier machen wir nochmal Maximum. Dann haben die Jungs auch was zu tun hier. Gibt's hier nochmal was? Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht. Wie will er denn hier von gekillt haben? Das lohnt sich alles nicht. Das hätten sie auch sein lassen können. Wer will denn auch zum Beispiel immer diese armen Huskuine killen und sowas alles? Sind doch viel zu niedlich für sowas. So, den kann man halt beschenken. So, dann müssen wir noch Amira finden. Die können wir beschenken auf jeden Fall. So.
Er war flott unterwegs, der Justice hier. Halleluja. Amiralein, wo bin ich? Ah, okay, die steckt die Nase wieder in ihren Wrap hier. Was ist besser, als sich einem Kunstwerk zu erfreuen? Es ist mit deinem besten Freund es zu genießen. Ich wünsche nur, jemand würde hier mal eine Galerie einrichten. Oh, das ist jetzt kein Problem, sag ich mal. Ich habe so viel Schrott, den könnte ich hier überall hinhängen, hinstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Hi. Ich meine Kunstwerke. Kunst, hab Schrott gesagt? Gut. Du hast Geburtstag, habe ich irgendwo gehört. Bitteschön, mal gucken. Was, nur 4? Okay. Danke, um ehrlich zu sein, ist das nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin froh, dass du meinen Geburtstag gedacht hast. Na, gut, vielleicht wären Goldohrringe besser gewesen. Der hat ja auch so Klimperdinger. Gut, immerhin plus 4, wir haben dran gedacht. Ich meine, würde sie jetzt um uns in den Hals fallen und uns ja auch Elsie umbringen wahrscheinlich. So, apropos umbringen. Hey, Grace! Danke für das Omelette. Ich hab den Mäusen gegeben, sind nicht mehr wiedergekommen. Okay, wir können auch nochmal gerade bei mir an vorbeischauen. Oh, das ist nicht hier draußen. Arbeitet sie wahrscheinlich heute im Homeoffice. Ja, hier, macht wieder Homeoffice. Genau, sitzt auf der Couch. Ach, hör auf, dich rauszureden. Du hast einfach nur keinen Bock zu arbeiten. Das ist alles. Habe ich noch irgend so eine Bronze-Dings-Bums? Ich meine, Pizza habe ich dir schon gegeben, ne? Sandakuno brauche ich selber noch. Ach, hier haben wir noch eine Gusseisenstange übrig. Hier, nehmen Sie dir. Plus 9. Ja, in Ehren halten. Guck mal, das ist die Gusseisenstange von Fred. Oh. Kinder, denkt daran. Dann habe ich einen Freund eine Gusseisenstange geschenkt. Das ist fast ein Liebesverweis. So, dann hauen wir mal wieder ab. Gusseisenstange, naja, gut. Oh, da ist ja unser Augenstern. Brems! Hui, aber es geht immer noch. Hi, Elsie! Hey. Steht da? Take her easy. Ach, ich wollte dich überraschen. Also, was gibt's? Hast du mich vermisst? Nice seeing ya. Und wie, mein Schatz? Hey, das ist mein Portemonnaie. Hallo? Okay. Wie? Wie sieht's aus? Du liebst mich wirklich so, wie ich bin, oder? Du stehst nicht nur auf Mädchen vom Land, denn ich stehe ganz sicher nicht auf Städter. Du warst einfach so verdammt hübsch, dass ich eine Ausnahme machen musste. Das stimmt natürlich. Den kann man nur zustimmen. Ja. Er ist ein hübscher Junge. Gut. Dann haben wir hier jetzt erstmal alles. Hätte ich eben ein Pferd gehabt, der Justice? Naja. Ein hübscher Junge. So. Er hat aber auch lange geackert, um so viel Herzchen zu kriegen, muss man ja auch sagen. Schröpp. Ah, Bronzeschwert ist fertig. Und die restlichen Pizzen. So. Ich meine, hier die ganzen Punkte, die wir voll gemacht haben, war ja auch nicht alles nur jetzt geschenkt. Wir haben uns so mundfusselig geredet hier. Also wollen wir mal gucken, was jetzt mit dem Holz ist hier. Ja, wir haben jetzt schon Geschenke verteilt. Wir hätten noch für 6 Bretter. Aha. Machst du da blöd? Ja. 6. Wir könnten 4 verkaufen hier. 1481, 1477. Okay, Heidi hat gewonnen, sorry. Tut mir leid, Owen, aber du hast schon so viel zu viel Bretter gebraucht. Ich weiß nicht, was der damit alles macht. So, wunderbar. Wir haben Pizza, wir haben Bretter. Das sieht doch großartig aus. So, wir haben an Geburtstag gedacht. Wir haben wieder Pizza verteilt, wie sich das gehört für uns. Was ist das? Rocky? Okay. Ach, wollt ihr nicht irgendeinen Helm? Oh Gott, hab ich schon wieder verpennt. Das wollen wir veredeln und zum Ausliefern. Ah, oh, ja, wir müssen noch angeln.
Gut, das müssen wir auch noch. Aus dem Weg, ich bin Handwerker. So, schnell noch das. Wollte ich nochmal veredeln, das Ding. Ich kriege ein bisschen mehr Geld raus. Also kriegt er noch gute Ware, der gute Unschuh. So, wenn schon, denn schon. Und Blutsteine haben wir nun wirklich noch einige. Apropos. So, können wir hier wieder machen. So, sehr gut. Läuft hier vorbei. Jetzt Katzen jagen sich hier gegenseitig. Guck mal, die kommen immer zusammen irgendwie. Ist auch lustig. Halten immer Abstand. So, hey Benjo! Ach, guck mal, du suchst einen Job oder was? Okay. Oh. Ja, mir auch. Dann geh mal raus. Was mit dir? Du hast einen Job. Okay. Der kommt, weil er einen hat und der kommt. Nee, weil er keinen hat und der, weil er einen hat. Nee. Da will ich nicht mehr durch. Okay, aber gut. Jeder macht sowieso, was er will. Schon wieder ein Sandläufer hier. Hä? Okay, die Hitbox funktioniert nicht. So, dann können wir noch mal einmal was ausliefern und haben wir das hier auch und noch mal Geld verdient heute. Und die Leute mit der Pizza beglückt, ob sie wollen oder nicht. Da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Hey, Unschuh! Hallo. Hier ist ein Bronzeschwert und Schild. Mach's nicht schon wieder kaputt. Hey, das ist gut. Ich brauch's für Zeug, danke. So, 805 Golds. So, das Taschengeld ist auch wieder weg. Mir Ernest eigentlich schon mit Pizza beschenkt. Hey Ernie, jetzt mach das Schreiben. Ich habe gehört, dass du oft bis spät die Nacht arbeitest. Das solltest du wirklich nicht tun. Weißt du, ich habe solche Gewohnheiten schon aufgegeben. Wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme, mache ich eine Pause. Es ist immer schlimmer, wenn ich versuche, etwas zu erzwingen. Sehe. Ich habe gar keine Augenringe. Sieht aus, als würde ich was erzwingen. Ich schmeiße hier nichts auf den Boden. Was will der denn? Okay. Howdy. Hast du heute schon was gegessen? Ich habe ja ein ganz tolles italienisches Geheimrezept. Plus zwei. Oh, ich gebe es auf hier. Sie sind ja wirklich. Ich glaube, die nächste müssen wir dann an. An andere Leute ausliefern. Die es vielleicht eher zu schätzen wissen. Banausen. So. Vielleicht, ja, ich meine, Logan und Sandy, die haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. So, Andy meine ich, nicht Sandy. Andy, Sandy ist ja fast dasselbe. Ich meine, könnte seine Mutter sein. lassen wir das. Ja, Logan und sein Kumpel. Gut, Rian werden wir wahrscheinlich nie mal wiedersehen, außer das Spiel kommt mal komplett raus. Genau wie Matilda, die Flöten ist, und Miguel, an den kommen wir nicht mal ran im Knast. Okay, Sieg hat man, glaube ich, auch noch nicht, ne? Und X. Dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Schmuckstücke in die Pizza packen. Ja, noch ein paar Goldringe und so. Ah, das ist ja der gute Rocky. So. Ups, was war denn das? Ein Bergmannshelm. Catch you later. Shit, das war's hier. Ups. Ein Bergmannshelm, das ist für uns doch kein Problem, wenn ich den jetzt hier finden würde. Ein Bergmannshelm. Bergmannshelm. Wo war ich den nochmal? Wo war ich denn eine Schmiede? Das ist eigentlich logisch, weil es aus Metall ist. Was ist hier schon logisch? Eine Pfanne kann ich hier machen und Schwerter. Ja. Das geht hier nicht. Wo mache ich denn den Bergmannshelm jetzt? Das Ding habe ich echt schon, ich glaube, einmal gemacht, glaube ich. Eigentlich muss ich es hier machen. Die Dinger waren auch völlig überflüssig zu machen.
Bringt das eigentlich, das Ding nochmal zu bauen? Ist ja eigentlich auch... War auch nur für die Mission eigentlich komplett überflüssig, denn... Bergmannshelm... Freizeithut... kann ich den nicht machen? Ich weiß, dass ich den kaufen kann, aber... Bergmannshelm? Das ist ja komisch. Aus dem Weg hier, husch, husch. Und immer mehr Ameisen irgendwie. So. Was kann er hier? Oder schon Feierabend? Das Ding hier. Kann man nur kaufen, oder? Kann man auch ins Museum stellen? Gut, wir kriegen noch Rabatt. Bescheuert, wenn wir das Ding kaufen, dann irgendwie dann schenken müssen, ne? Aber... Ich meine, er hat es in seinem eigenen Laden, der könnte es für sich selber kaufen, irgendwie. Na gut, anscheinend kann man die nicht machen. Habe ich die dann gekauft? Ich kann mich so daran erinnern. Ja gut, gucken wir mal, ob wir den hier noch finden. Oh, hier ist Fang. Nicht mal der Elsie anquatschen, hallo? Oh, schau mal. Mach das. Hier gibt es so eine Pizza, Anti-Pizza-Krankheit, da musst du dich mal drum kümmern. Wo ist denn ein Vögelchen eigentlich? X ist gar nicht. Und den könnten wir auch noch beschenken. Ein Fang hat mir schon. So, Justice rennt hier auch wieder. Was ist denn so hektisch heute? Und warum nimmt er nicht sein Pferd? Hier. Brems! Packen dann hier. So. Keiner da. Hallöchen, ich bin's, Freunde. So. Die gehen alle. Die gehen da hängen eigentlich. Und Blumen. Huch. Ich war nicht schon vor euch hier drin. Bin gerade nach euch gekommen, hab mich nicht gesehen. So, genau, Bergmannshelm. Juiuiui. So, dann hier, bitteschön. So, zu Venti, Katori, Rocky, Pebbles. Und seine Frau ist jetzt meine Freundin geworden. Selber schuld, was alles so einen Helm ausmacht. Tschüss, Freundin Crystal. Also irgendwann muss ich den ganzen Ort heiraten. Ich weiß ja nicht, wie jetzt mit Bigamie gehandhabt wird, aber die Kirche des Lichts ist vielleicht offen für sowas. So, dann wollen wir dann teure Hochzeit. So, dann gehen wir mal nach Hause, hoppeln hier und dann Banjo hinterher. Oder auch nicht. Ne, Banjo hat andere Pläne. Hey, Peck, was machst du hier? Ich habe mich gebeten, an den glitschigen Stellen der Ruinen Gefahrenstelle da aufzustellen, aber ich habe es einfach nicht vergessen und es nicht gemacht. Also was? Hä? Ist auf die Fresse gefallen oder wie? Was ist das für eine Information? Und du? Da die Bergungsunternehmen alle ziemlich gleich sind, denken wir darüber nach, einen Marketingfachmann zu engagieren, der die Leute auf uns aufmerksam macht. Aber es könnte schwierig werden, die richtige Person zu finden. Sie müsste frech und charmant sein und immer 10 Schritte vorausdenken. Ach, was soll's, ich werde einfach meinen Cousin damit beauftragen. Hallo, ich bin charmant. Ich habe gerade die Frau von einem Chef angebaggert, also...
Und wir sind jetzt beste Freunde. Sowas, also. So, ein Skorpion, okay. Was haben wir auch wieder? Macchiato tut wieder ganz unschuldig. Na gut, dann werden wir den heutigen Tag beenden hier mit unserem Pizzadienst mit Fred und Blümchens Pizza. Und dann schauen wir mal, wie wir als nächstes ausliefern können hier und der sich mal vielleicht freut über eine Pizza hier. Verdammt nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und leckt er sich eigentlich die Pfoten oder winkt er? Ich bin mir da nicht so sicher. Bye, bye.